Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiri hier. Und willkommen zu einem Dragon Ball Legends Video, nämlich heute gibt es alle Informationen zu Update 1.11.0. Das Spiel hat sich wirklich sehr, sehr gut verändert. Es kam wirklich sehr, sehr viel hinzu. Unter anderem bekommen wir viele gratis Sparking-Charaktere. Bis zu 6 Stück könnt ihr euch holen. Und sehr viele Zeitkristalle. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und schauen uns alles an, was zum Update hinzukam. Wie gesagt, Freunde, es ist wirklich sehr viel los. Ich finde es sehr cool am Anfang, bevor wir anfangen, wenn ich das sagen darf, dass die Entwickler hier so stark auf das Game eingehen, beziehungsweise so stark auf unser Feedback eingehen, weil sie bemühen sich wirklich wöchentlich neue Sachen rauszubringen und mit diesem Update bin ich mehr zufrieden. Wie gesagt, wir fangen an, let's go. Und zwar, es gibt eine Sommerkampagne. Wenn ihr diese Sommerkampagne absolviert, bekommt ihr nicht nur Sparking-Tickets, mit diesen Tickets könnt ihr euch Sparking-Charaktere holen, sondern auch viele Kristalle und. Deswegen legen wir am Anfang mal sofort los mit der Sommerkampagne und ich sage euch, was ihr da machen müsst, damit ihr diese folgenden Sachen bekommt, beziehungsweise was in dieser Sommerkampagne enthalten ist. Nämlich, es sind wie gesagt bis hier 7 Missionen waren das, bis hier 7 Kampagnen, yeah, also 7 Schritte von der Kampagne, 7 Edelkampagnen, die gleichzeitig laufen. Kampagne Nummer 1 ist unser Sommer-Login-Boni. Wir können jetzt in jedem, also jeden Tag, wenn wir uns einloggen, konnten wir bisher eigentlich nur unter einem Item wählen und einem Gegenstand, was wir täglich bekommen am nächsten Tag. Diesmal wegen der Sommerkampagne, diese Kampagne geht bis zum 15.08. 8 Uhr morgens unserer Zeit, bekommen wir 2 Gegenstände pro Tag. Die wählt ihr euch dann aus. Beispielsweise konnte man heute sich was auswählen und das, was ihr heute auswählt, bekommt ihr dann morgen. Zudem wurde auch das, was man erhält, das Line-Up erhöht. Also man bekommt bessere Sachen, sage ich mal so. Also loggt euch auf jeden Fall jeden Tag ein. Wählt eure 2 Gegenstände, die ihr dann am nächsten Tag bekommt. Gut, dann, Freunde, tägliche Missionen wurden hinzugefügt und aus diesen täglichen Missionen bekommen wir Sparking-Tickets für das neueste Banner. Und wir bekommen so viele Sparking-Tickets, bis wir 3 garantierte Sparking-Charaktere uns sammeln können. Und diese Charaktere von den ganzen ist aus dem neuen Banner, wie gesagt, sind wirklich sehr, sehr gut. Jeder einzelne davon, sei es der neue Krillin, C17, C18, neue Goku oder auch Vegeta, den wir hatten, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr könnt euch bis zu 3 Sparking-Charaktere holen. Wie ist die Frage? Ganz einfach, Freunde. Nämlich in den ganzen Zeitraum, was ich genannt habe, bis zum 15. August, macht ihr bitte die Daily Missionen. Sie sind nicht schwer, loggt euch jeden Tag ein, macht die täglichen Missionen. Aus den täglichen Missionen, wenn ihr sie täglich macht, alle, bekommt ihr dann jeden Tag ein Sparking Ticket. Ihr bekommt aber bis zu 12 Stück aus den Daily Tickets und aus der Tauschbörse gegen seltene Medaillen 5 Stück. Wir werden uns das gleich ansehen. 5 Tickets ergeben 1 Sparking-Charakter. Also wenn ihr 5 Tickets habt, könnt ihr einen Charakter sammeln, einen garantierten Sparking-Charakter. Jetzt kommen wir auf 17, heißt 2 sind übrig. Warum ist das so? Weil ich denke, dass beim letzten Sparking-Ticket bei der Kampagne, wo wir auch Sparking-Tickets erfahren konnten, viele sich vergessen haben einzuloggen oder es nicht gemacht haben und das zur Absicherung. Falls man sich eben mal 2 Tage nicht einloggt, bekommt man trotzdem 5 aus den seltenen Börsen. Was euch dennoch empfehlen würde, wenn ihr es könnt, loggt euch jeden Tag ein an diesen 12 Tagen, dann habt ihr 12 Tickets und holt euch nur aus der Tauschbörse 3 Stück. Warum nur 3? Weil die Tickets aus der Tauschbörse jeweils 200 kosten, ist schon viel und die anderen 12 sind daily kostenlos, also würde ich euch eigentlich empfehlen, weil man eh nur 15 verwerten kann. Guckt darauf, dass ihr euch jeden Tag einloggt, damit ihr 12 Tickets bekommt und die restlichen 3 holt euch aus der Tauschbörse. Dann also maximal 600 seltene Medaillen braucht ihr dann. Die seltene Medaille bekommt ihr auf jeden Fall gut aus der Kampagne. Genau, also schaut auf jeden Fall danach, dass ihr diese 15 Tickets bekommt, damit ihr euch 3 Sparken-Charaktere beschwören könnt. Das ist aber nicht alles, wir bekommen noch weitere. Gucken wir uns gleich an. Was hinzukam, ist noch Sommermissionen. Spezielle Sommermissionen macht sie täglich. Diese Missionen, die wir uns gleich betrachten, sind mehr oder weniger auf das neue Story-Event basieren. Es ist ein neues Story-Event draußen, Kapitel 2, beziehungsweise Chapter 2, Story 2. Die Story geht nun weiter, um es einfach zu sagen. Gucken wir uns doch auch gleich an. Und die Mission ebenso. Macht aber auf jeden Fall die Mission. Sie sind nicht schwer und man bekommt sehr gutes Zeug dafür. Dann für kurze Zeit sind die Erfahrungspunkte in der Hauptstory verdoppelt. Also wenn ihr die Hauptstory macht, bekommt ihr Double Experience. Sowohl als auch 5-fach Zenny von der Hauptstory. Also ihr merkt schon, es ist darauf ausgelegt, dass ihr auf jeden Fall die Hauptstory spielt. Sei es die ältere oder jetzt die neue, Chapter 2. Und genau, und für kurze Zeit wurde die Abenteuerzeit halbiert, sowohl auch als auch die Trainingszeit. Heißt, ihr könnt auf jeden Fall gute Abenteuer machen und Training absolvieren. Dann gibt es neue Sonderangebote in Level-Up-Set, nennt sich das Ganze. Ihr könnt gerne mal ansehen, diejenigen, die da was kaufen im Shop, schaut es euch an, wie viel das kostet, was ihr da mitnehmen könnt. Im Prinzip ist es so quasi ein Level-Up-Set für Charaktere, die ihr leveln könnt. Denn unser Level-Cap wurde erhöht, wir können nun Charaktere auf die Stufe Meister bringen und sie können einen Max-Level von 1500 haben. Schauen wir uns aber gleich näher an. So, und ja, es gibt noch spezielle Angebote im Shop, wie gesagt, wenn ihr Interesse dann habt, dann schaut auf jeden Fall an. Ein neues Story-Event ist online,
Das Nachspielen des Originals von 10.19 könnt ihr euch auch gerne ansehen. Das würde ich euch empfehlen zu machen. Ihr bekommt neue Ausrüstungen, aber auch gute Kristalle aus den Missionen oder selbst vom Spielen aus dem neuen Story-Event. Könnt ihr euch gerne ansehen. Und dann, das ist wirklich eines der Sachen, die mir übertrieben gefällt an ein Game wie Legends es ist, denn Legends ist ein PvP-Game und da gibt es natürlich PvP-Changes, sei es Buffs oder Nerfs. Und ich finde das übertrieben geil, dass es jetzt nun endlich mal vorhanden geht, denn wir haben hier Änderungen an der Balance der Charaktere. Zumal wurden Charaktere überarbeitet, beispielsweise wenn wir uns Sparken Pan ansehen, wenn sie die Meisterklasse erreicht, bekommt sie einen Boost auf ihren Sturmangriff, auf ihre einzigartige Fähigkeit und so weiter und so fort. Ihr könnt euch gerne mal die Liste ansehen, welche Charaktere geändert wurden und was an ihnen geändert wurde. Woran haben sie das festgemacht, welche Charaktere geändert wurden? Finde ich auch geil, nämlich an die Beliebtheit in der Rangliste. Also die Charaktere, die man zum Rank mitnimmt, zum PvP, die Beliebtheit hat man da angeschaut. Und die niedrigsten, die Top 5, die am wenigsten gepickt wurden, in dem Fall bei den Sparken-Charakteren, Pan, Son Goku, Ginyu, Talis, Cooler, haben eine Änderung bekommen, einen Buff. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Und das liebe ich an Legends, weil es einfach PvP. Hier kann man wirklich von einem Meta reden, weil es Online-Kampfkämpfe gibt. Es gibt eine Rangliste und deswegen gibt es auch Änderungen. Diejenigen, die in der PvP-Szene sind, die kennen das, die lieben das. Und also so Meta-Changes. Okay, man mag es vielleicht nicht lieben, weil manche Meta-Changes treffen dann einen Charakter. Aber an sich, dass es Änderungen gibt in einem PvP-Game, wie Legends es ist, ist einfach nur richtig geil. Und ich bin mehr auf den Geschmack gekommen, auch PvP zu spielen vermehrt, weil ich jetzt quasi endlich geschafft habe, mir ein solides Team aufzubauen. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall deine Zukunft, was im Spiel noch anbelangt in Sachen PvP. Aber, wie gesagt, auch Extreme-Charaktere und Hero-Charaktere wurden geändert. Könnt ihr euch gerne ansehen, was sie genau geändert wurde. Und das hier, Freunde, das ist ganz wichtig. Neben den Sommerkampagnen-Missionen gibt es auch eine Charlotte-Verstärkungsmission. In dem Fall müsst ihr einfach euer Charlotte holen und ihn auf die Klasse Adept trainieren. Dann bekommt ihr sehr viele Missionen. Wir gucken uns alles detailliert an, aber ihr bekommt da bis zu 3 Ultra-Beschwörungstickets, Gold-Tickets. Mit diesen 3 könnt ihr jeweils einen Charakter euch holen, also auch hier 3 Spartan-Charaktere garantiert aus diesem Pool hier, aus diesem Banner, wie ihr das hier seht. Wir werden nachher sogar noch in der Lage sein zu sammeln. Und ihr bekommt auch 1000 Zeitkristalle, indem ihr einfach nur Charlotte im Kampf benutzt. Richtig gehört. Schauen wir uns aber gleich an. Wie gesagt, Charlotte-Missionen. Die Missionen sind easy, Freunde. Das sind die Missionen hier. Missionsinhalt, wie ihr seht, ihr müsst Charlotte quasi bis, wenn ihr ihn bis zur Klasse Adept bringt. Wir werden uns gleich ansehen, wie ihr das genau macht. Und ihn dann Max David bekommt ihr alle Missionen, die es hier gibt. Und auch mit ihm ein bisschen spielt, Boost-Tafeln freischaltet. Ist wirklich sehr easy. Nehmt einfach euren Charlotte an. Manche von euch oder viele von euch werden wahrscheinlich die Mission schon geschafft haben. Und ihr bekommt dafür sehr gut Zeitkristalle und 3 Sparken-Tickets. Also haben wir insgesamt in der ganzen Kampagne 6 gratis Sparken-Charaktere, Freunde. Finde ich cool, finde ich cool. Genau. Und dann das letzte quasi Mitteilung zum Versionsupdate. Was hat sich denn noch geändert? Wie gesagt, 1.11.0. Hauptstory Teil 2, Kapitel 1 wurde hinzugefügt. Die Hauptstory geht nun weiter. Und zwar wurden die Ausrüstungsliste auch, werde ich euch gleich zeigen, kann man nun etwas anders bedienen, zeige ich euch gleich. Und die maximale Ausrüstung im Besitz wurde von 200 auf 250 erhöht. Und was auch geil ist, wenn wir jetzt Freipässe benutzen, bekommen wir eine gewisse Erfahrungsmenge. Davor gab es gar nichts, fand ich Müll, aber jetzt ist es gut, auf jeden Fall bekommen wir ein bisschen was. Zudem wurde auch der Bonuskampf Experience und Sende überarbeitet. In Kapitel 1 kostet jetzt jeweils nur eine Energie, 1 Stamina statt 5. Ohne Kapitel 2 wurde die Spielbegrenzung abgeschafft. Ihr könnt das immer und immer wieder machen. Finde ich geil. Finde ich, also es sind die Cyberman Stages. Alles klar, Freunde. Dann zeige ich euch mal ganz kurz die kleinen Changes. Wie gesagt, Abenteuer. Ja, warum ist denn Ausrufezeichen? Abenteuer ist jetzt halbiert worden, die Zeit. Sowohl als auch beim Training. Story gibt es jetzt nun weiter. Story Kapitel 2 ist jetzt hinzugekommen. Teil 2 könnt ihr auf jeden Fall gerne machen. Fortsetzen die Story. Und ihr hattet ja, wie gesagt, 5-fach Zenny und 2-fach Experience. Was aber dann noch hinzugekommen ist, oder die kleine Usability Changes, was ich euch gerne zeigen würde mit den Ausrüstungen. Und zwar klickt ihr auf Ausrüstungsliste. Was mich damals genervt hat, war, wenn ich hier auf eine Ausrüstung klicke, um die Details anzusehen, dann konnte ich nicht direkt nach rechts klicken, ich musste wieder raus und dann das nächste anklicken, aber jetzt seht ihr da oben rechts, könnt ihr weiterklicken und direkt ansehen, okay, so und so viel gibt mir das, könnt ihr als Favorit setzen oder auswählen, um dann mehrere quasi zu verkaufen. Finde ich geil, wie gesagt, 250 Plätze haben wir jetzt nun statt 200. Müssen wir annehmen. Aber jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, nämlich zu den Missionen zum Schluss, damit ihr auf jeden Fall gedeckt seid und wisst, was ihr machen müsst, um diese ganzen Tickets und Kristalle zu erhalten.
schauen uns das Ganze jetzt mal auf jeden Fall an der Stelle an. Wie gesagt, Freunde, ganz wichtig, macht über die nächsten 12 Tage die Daily Mission, damit ihr euch die 12 Tickets kriegt. Sie sind nicht schwer, es sind die Daily Missionen, ihr müsst Story nur bis zu 3-mal spielen, einmal Online-Kampf, einmal Rising Rush erfolgreich ausführen, Abenteurer abschließen, Gegenstand Eckart gesehen, einsammeln, easy. Bekommt ihr alles, wenn ihr die Story einfach jeden Tag macht und gut ist. Also wirklich, die Daily Mission lege ich euch ans Herz. Hier bekommt ihr dann quasi ein Ticket jeden Tag und wenn ihr 50 dieser Silbertickets habt, könnt ihr einen garantierten Spartan-Charakter euch holen. Ich empfehle euch, wie gesagt, 12 aus den Daily Missionen zu holen, die restlichen 3 aus der Tauschbörse. Tauschbörse kriegt ihr auf Shop und dann kommt ihr auf die Tauschbörse, denn da kostet ein Ticket halt, wie vorhin gesagt, 200 und ist schon viel. Überschuss haben wir dann 2, das ist wie gesagt zur Sicherheit, also müsst ihr euch, wenn ihr Daily aus den täglichen 12 holt, hier nur 3 Stück holen für 600 seltene Medaille, ansonsten müsst ihr quasi noch 400 draufbomben, wenn ihr da 2 verpasst. Im Endeffekt ist euch jedem überlassen, wie ihr es selbst macht, aber meine Empfehlung wäre, holt euch ohne Aufwand jeden Tag einfach, also ohne Währung Aufwand, dass ihr Währung ausgeben müsst, weil ihr könnt das noch aufbewahren für was Besseres. Holt euch 12 aus den Daily Tickets, Daily Missionen und die 3 aus den seltenen, aus der Tauschbörse. Und jetzt zu den Missionen. Ganz wichtig, Freunde, passt auf. Zum einen die Shoutout-Mission, ihr seht schon, manche von hier habe ich schon bewältigt. Ist ganz easy. Ich zeige euch gleich, wie ihr ihn zum Adept bringt auf Level 600 etc. Im Endeffekt müsst ihr den Charakter einfach nur nehmen, bis zur Klasse Adept aufsteigen lassen. Dann bekommt ihr alle Missionen. Hier seht ihr es, ein Ultra-Ticket. Wenn ihr ihn zum einen bis zum Klasse Kämpfer aufsteigt, ich habe schon einen, dann zu Adept. Und dann, wenn ihr alle Missionen schafft, bekommt ihr noch einen weiteren, während 3 gratis Sparken-Charaktere. Was müsst ihr machen? Einmal schon... Ja, es steht hier wirklich dran. Ihr müsst nur einmal Charlotte nehmen, in euer Team packen und in eine Stage gehen und mit ihm kämpfen. Und ihr bekommt 1000 Zeitkristalle, ein Multisum. Krank. Da müsst ihr quasi noch Charlotte bis zu 30 Mal in den Kampf schicken, 15, 20, 30 Boost-Staffeln freischalten, somit ihr dann quasi alle Missionen freischaltet und dann noch euren letzten Ticket bekommt. Ist easy, macht das. Ich zeige euch mal ganz kurz, bevor wir die Sommerkampagnen-Mission anschauen, wie ihr das mit Charlotte macht. Und zwar geht ihr auf Charaktere, einmal auf Seelenboost und das ist quasi das, wo ihr eure Charaktere aufwerten könnt. Ihr klickt auf Charlotte, okay, und hier könnt ihr dann den Charakter auf... die Klassen erhöhen. Am Anfang ist jeder Charakter Klasse Novize. Wie erhöht ihr ihn von Novizen auf den Kämpfer? Ihr müsst ihn zum einen auf sein Max-Level drin bringen. In dem Fall, wenn er Novize ist, ist es Level 300. Und dann müsst ihr diese Tafeln freischalten. Okay, diese Tafeln schaltet ihr frei durch die Orbs, die ihr einsammeln könnt. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr die Orbs bekommt, einfach hier draufklicken und dann zeigt es euch an. Ihr klickt drauf und kommt auf die Stage, um es cool zu sagen. Dann könnt ihr einen Klassenaufstieg von Novizen auf Kämpfer bewältigen, wenn ihr nur 10 dieser Tafeln freischaltet. Ich habe das hier gemacht, dann könnt ihr auf Klassenaufstieg klicken und dann könnt ihr den Charakter aufsteigen auf Kämpfer. Vom Kämpfer, damit ihr von ihm kommt, vom Kämpfer auf Adept bringt, müsst ihr jetzt nun 20 Boost-Tafeln freischalten. Machen wir das doch einfach mal ganz kurz und dann könnt ihr ihn quasi von dem Klassenkämpfer auf Adept hochbringen. Einmal auf OK klicken, schaltet sich das Ganze frei und dann klickt ihr auf, hier, dankeschön, hier seht schon 15 Booster freigeschaltet. Dann, da habe ich einen verpasst, hier nehmen wir doch den mit. Und dann klicken wir auf Klassenaufstieg, boom, und dann könnt ihr ihn von Kämpfe auf Adept freischalten und ihr seht schon, die Missionen schalten sich frei. Nun ist er Adept und wie bringt ihr ihn von Adept auf die neue Klasse Meister? Ihr müsst ihn zuerst auf Max Level bringen, auf 100 und dann könnt ihr, wie gesagt, auch diese Boost-Tafeln freischalten und wenn ihr dann 20 freigeschaltet habt, ich kann das nicht, mir fehlen die Orbs, dann könnt ihr auf Klassenaufstieg klicken und dann wird er zum Meister. Ganz einfach, Freunde. Ihr müsst Charlotte nicht mal auf Meister bringen, damit ihr alle Missionen bekommt, sondern nur auf Adept und ihn auf dann Max Level bringen, beziehungsweise mit ihm kämpfen und dann bekommt ihr alle Missionen. Wie ihr seht, haben sie sich bei mir freigeschaltet. Die grabben wir dann uns noch ganz kurz und tun dann noch einen kurzen, ein, zwei Summon raushauen. Ansonsten, wie gesagt, diese Sommerkampagnen-Missionen, was müsst ihr da machen? Im Prinzip, ihr seht schon, sie wollen, dass ihr die neue Story spielt. Spielt die neue Story, dann schaltet ihr mehr oder weniger alles frei, bekommt viele Orbs, Zeitkristalle. Wenn ihr mit Element Rot Charaktere auf Level 1500 bringt, okay, das ist ein bisschen schwerer, aber wenn ihr das spielt in der Kampagne, ihr bekommt ja 5-fach Zenny, 2-fach Experience und so fort, nutzt das alles, dann bekommt ihr Charaktere auf jeden Fall schon gelevelt. Schaut ihr die Mission nochmal ganz euch in Ruhe an, was ihr da genau machen müsst in der Sommerkampagne, um da wirklich all das mitzunehmen, was es hier mitzunehmen gibt. Aber ganz wichtig, macht die Daily Mission wegen Sparking-Tickets und die Charlotte-Mission wegen den Sparking-Tickets. Und ich wär's das alles, meine Freunde, dann hole ich mir noch kurz die Sparking-Tickets, die Zeit, die ich mir machen kann. Wir machen noch garantierten Sparking-Summon. Den letzten, wie gesagt, muss ich mir noch holen. Ich habe da noch nicht alle Missionen geschafft. Welche fehlen mir noch bei Charlotte?
ja, 6 Stück, das mache ich dann auch auf jeden Fall die Tage. Ist aber easy, ist auf jeden Fall zu machen. Wie gesagt, by the way, tut mir leid, Freunde. Ob's jetzt, habe ich auch alles annehmen geklickt. So, ich habe das mal ganz kurz eingesammelt. Und warum habe ich tut mir leid gesagt? Weil ich schaue gerade die ganze Zeit runter, obwohl ich das auch auf meinem Monitor habe. Ich sollte mir angewöhnen, hier reinzuschauen. Und seht her, Freunde. Aus diesem Ticket-Banner mit den Tickets, mit den Charlotte-Tickets, könnt ihr euch diese Charaktere hier holen, die hier drin sind. Ihr braucht ein goldenes, ist garantiert ein Charakter. Wie gesagt, macht auf jeden Fall die Mission, ist easy. Bringt euren Boy Charlotte auf die Klasse Adept. Bringt ihn auf Max, weil wir kämpfen ein bisschen mit ihm. Leute, ihr müsst ihn einmal im Kampf benutzen. Tauber bei, aber ich skippe das mir an der Stelle. Und dann bekommt ihr quasi auf jeden Fall, okay, oh, Pycon habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel von ihm, nehmen wir aber an. Machen wir noch eine Beschwörung. Wie gesagt, kämpft mit ihm einmal, bekommt ihr 1000 Kristalle direkt, bringt ihn auf Adept, auf Max Level an der Stelle 600, dann bekommt ihr, macht einfach alle Shot-Missionen, damit ihr den Rest dazu bekommt. Und gut ist, Freunde, und gut ist. Es gibt so viele Charaktere, ich bekomme zweimal Pycon. Der ist bei mir auf 5 Star. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es, oh mein Gott. Wie viele Charaktere in dem Pool sind. Wie viele Charaktere in dem beschissenen Pool sind. Und ich bekomme, da wäre Trunks und Vegeta. Trunks habe ich nicht, würde ich gerne annehmen. Ich bekomme zweimal Pycon. Aber egal. Ist halt reine Glückssache. Worum es wichtig ist, Freunde, macht auf jeden Fall alle Missionen. Wie gesagt, holt euch alle Spartan-Charaktere, alle Tickets, damit ihr da gesorgt seid. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get a